Servus, ich bin der Sascha und ich möchte euch heute meinen Microcamper-Ausbau zeigen. Ja, genau. Also ich habe das Ganze in Skoda Octavia reingebaut, Baujahr 2012. Und habe halt darauf geachtet, dass ich alles möglichst schnell wieder ausbauen kann, weil ich das Auto danach auch ganz normal nutzen möchte. Genau. Deswegen habe ich halt Module reingebaut, die man schnell wieder rauskriegt. Ich fange einfach mal mit dem Waschtisch an. Genau, im Waschtisch sind zwei 15 Liter Tanks unten drunter. In denen ist halt, in einem ist Frischwasser, im anderen ist Abwasser. Und ja, ich zeige euch das einfach mal, wie man an die rankommt. Also hier vorne habe ich noch eine Küchenrolle dran gehängt. Ich denke, jeder weiß, dass das ziemlich praktisch ist, so ein Teil. Das hier ist quasi meine Tischplatte und auch ein großes Schneidebrett, wie man sieht. Genau. Die kann man hier einfach aufmachen und dann rausnehmen. Ja, ich habe hier noch Spülschwämme und genau, Lampen. Kann man immer mal gebrauchen, aber sonst sind sie halt ein Weg und da hinten passen sie gut rein. Genau, ich habe hier einen 3-Meter-Schlauch. So dass ich die Duschbrause einfach rausnehmen kann. Hier am Schalter Wasser an und dann kann man sich draußen wunderbar duschen. Genau, und wenn ich das Waschbecken nur benutzen will zum Spülen oder so, wärme ich die einfach hier rein und habe dann dort mein Spülbecken. Ja, genau. Ist nicht besonders professionell gemacht, sieht man ja auch, aber es ist dicht und funktioniert. Mein Spülschwamm, Spülmittel, Seife, mein ganzes Waschzeug. Ja, ansonsten halt noch Geschirrtuch, was hier immer hängt. Und die Wand habe ich tatsächlich noch Spiegel dran gemacht. Benutze ich jetzt nicht ganz so oft, aber wenn man mal einen Spiegel braucht, nicht schlecht. Ja, genau, dann machen wir weiter mit dem Bett. Oder dem, was hier hinten alles so drin ist. Also klar, Bettdecke, Bettzeug. Das hier zeige ich später noch, wofür das ist. Das ist für die Standheizung und Einsatz fürs Fenster. Genau, dann kann man die Matratze hier einfach hochmachen. Und die hinteren Teile vom Lattenrost habe ich zum Rausnehmen gemacht, sodass man hier an alles rankommt. Also hier vorne habe ich erst noch so einen richtig alten Laptop, mit dem man halt DVDs abspielen kann. Was abends als ganz nett ist, wenn man sich reinhocken kann und noch ein Filmchen schaut. Klar, zum Discord spielen die Discs. Hinten dran ist noch mein Gaskocher, eine Pfanne und tatsächlich Toilettenpapier. Ja, das kann man dann einfach wieder draufklippen. Dann hat man seinen fertigen Lattenrost zurück. Matratze runter und gut ist. Dann habe ich hier hinten in dem Fach noch meine ganzen Tüten und Müllbeutel, alles drin. Klar, Warndreieck und sowieso drin. Genau. Und das ist eigentlich soweit hier hinten. Also Liegefläche habe ich jetzt insgesamt 60 cm auf 2 Meter sind es, glaube ich, sogar ganz. Reicht also locker für mich aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal an die Seite. Also, hier liegt jetzt normalerweise über meinen Rucksack hinten drauf und alles andere, was ich so mit dabei habe, schmeiße ich eigentlich auch noch einfach hinten aufs Bett. Unten ist mein Schuhfach. Da kann ich dann immer meine Schuhe reinstellen. Hier hinten habe ich halt mein Kissensystem aufgebaut. Das ist das quasi das zweite oder dritte Modul, wie man sieht, von meinem Camper-Ausbau. Der besteht eben aus den 4 Kisten. Hier habe ich Lebensmittel und alles Mögliche drin. In der ist mein ganzes Besteck und Küchenzeug. Hier sind noch so andere Sachen wie Bücher und so weiter. Waschmittel etc. Und hier ist noch Kleidung drin und die kann man eben relativ easy immer rausnehmen, dann als Zeug drin benutzen und sicher auch wieder reinstellen. Also ist mir noch nie runtergeflogen, das hält spitze. Genau, im vorderen Fach oder da, wo man jetzt nicht so viel sieht, ist quasi mein Elektrofach. Da habe ich einfach einen Wechselrichter eingebaut, sodass ich 2 USB-Anschlüsse habe. Und noch 3 normale Steckdosen fürs Kameraaufladen, Handyaufladen etc.
Dann führt hier oben rum überall eine Lichterkette. Das ist quasi meine Beleuchtung, die kann ich hier anmachen. Ja, hier habe ich noch eine zweite Lampe, wenn es richtig hell werden soll. Die kann ich mit dem Kabel da unten einfach einstecken. Ja. Das wäre es dann soweit von hier. Ja, gehen wir einen Tür weiter. Hier vorne ist normalerweise, wenn ich gerade nicht den Müll entsorgt habe, das Müllfach, wo die ganzen Mülltüten drin liegen. Und halt auch noch mein extra Wassertank, wo ich nochmal 10 Liter dabei habe. Weil Wasser kann man immer genug gebrauchen, also kann man nie genug haben. Meine ganzen Klamotten sind in der Tasche hier drin. Und ja, ansonsten ist hier vorne eigentlich nichts. Also ich kann den Sitz halt auch wieder zurückschieben, sodass noch ein zweiter mal mitfahren kann. Hier oben ist mein großer Stauraum, das ist die Dachbox. Das ist sehr praktisch, weil man da im Prinzip alles reinschmeißen kann, was ein bisschen größer ist und im Auto nur stören würde. Also hier habe ich jetzt das Longboard drin und das Pennyboard. Dann Stativ von der Kamera. Klar, Campingstuhl muss immer dabei sein. Schlafsack für richtig kalte Tage, eine Hängematte und eine Plane. Die kann ich an die Seite vom Auto hängen und habe dann immer noch so ein bisschen Regenschutz oder Sonnenschutz, wie auch immer. Genau, und das ist so eines der wichtigsten Sachen im Auto. Das sind die Fenstereinsätze. Das kann ich euch jetzt auch mal kurz zeigen. Bei den vorderen Fenstern kann man die einfach so reinklemmen und hat dann sowohl noch minimale Wärmedämmung als auch halt Blickschutz, das ist das Wichtigste. Hier hinten habe ich tatsächlich, weil es da unten kämen würde, einfach mit Klett Punkten fixiert. Und dann kann ich das da oben einfach rankletten und dann habe ich da dieselbe Funktion. Für vorne habe ich einfach so eine Abdeckung, wie man sich für jedes normale Auto kaufen kann. Genau. Und das ist dann immer mein Lichtschutz. Und hat auch ein bisschen Dämmung. Ja, viel mehr ist da oben auch nicht drin. War aber auch schon Feuerholz, Lagerfeuer etc. alles mögliche drin. Genau. Wenn ich etwas weiter fahre oder schneller fahre, dann mache ich immer noch ein Spannwirt drum, weil die Box da vorne tatsächlich keinen Verschluss mehr hat und ich keinen Bock habe, dass sie mir mal abhanden kommt auf der Autobahn oder so. Also, hier habe ich so ein bisschen das technische Zeug auch nochmal drin. Also wie man sieht, das Kabel, was da so etwas unprofessionell durch die Gegend läuft, ist vom Wasserhahn. Genau, ich habe alle nochmal abgesichert, dass mir auf jeden Fall nichts durchbrennt. Feuerlöscher habe ich auch immer einen dabei. Und hier habe ich eben meine Zweitbatterie verbaut mit 100 Ampere-Stunden. Die kann ich ganz schnell auch wieder trennen. Also habe so Schnellverschlüsse gekauft. Dann ist hier noch Abschleppseil und so Blinklichter. Und hier sieht man eben auch ganz gut, das ist jetzt meine komplette Elektrik hier hinten drin. Die kann ich halt einfach mit dem 12-Volt-Anschluss ganz schnell wieder ein- und ausstecken. Und die dritte Buchse ist dann hier für meine Standheizung, die ja oben auf dem Dach hockt. Und das hier ist einfach noch so ein Bedienpanel, wo man sieht, wie voll die Batterie ist. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel weiter. Sehr gut, die Tassen halt hat jeder schon gesehen. Dann ist das hier quasi mein Kochtopfset. Da ist alles mögliche drin. Dann Töpfen, Teekanne, alles dabei. Genau. Dann eben Gaskartuschen habe ich hier unten drunter, weil da gerade so noch Hohlraum ist. Und ich habe ja nur meinen Gaskartuschenkocher. Hier ist noch ganz viel Werkzeug. Klar, muss dabei sein. Und hier hinten dran auch nochmal. Ja. Genau. Das ist eigentlich so alles, was hier noch ist. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Standheizung an. Das ist dieses komische Konstrukt da oben, was so schlimm aussieht. Ist meine Standheizung. Und fertig ist die Standheizung, also einsatzbereit. Wir können vielleicht gerade einmal reinschauen. Also hier vorne drin ist die tatsächliche Standheizung. Ich weiß nicht. Genau, da sind auch die ganzen Kabel, die kann man dann hier vorne rausführen und dann habt ihr ja vorne den Einsatz gesehen, den ich hinten habe. Der wird dann einfach ins Fenster eingeklemmt und dann habe ich hier hinten drin
Und das kommt dann quasi von hier da dran. Und dann habe ich auch im Winter schön warme, eine schön warme Atmosphäre da drin. ja, genau. Also bis jetzt ist es noch nicht abgeflogen, fällt noch alles. Hat mich auch noch keiner deswegen angehalten. Also alles in Ordnung soweit. Ja, und genau im Hinteren sind halt einfach noch zwei Kanister mit Diesel, weil sie natürlich über Diesel läuft. Ja, das kann man dann einfach wieder zuziehen. Und dann hält es auch. Ja. Genau, also hier ist noch die Ansaugung von der Luft zum Verbrennen. Das ist die Ansaugung von der Luft, die nachher erhitzt wird und hier rauskommt. Und das ist natürlich Abgas. Ja. Funktioniert soweit. Sieht crazy aus, aber es funktioniert. So, und jetzt würde ich tatsächlich noch kurz einmal das Bett umbauen, einfach, dass man das einmal so sieht und ja. Das kann man hier hochheben, dann ist das gedrittelt, das ganze Teil. Der hier passt genau dort unten hin eigentlich. Und das ist eben mein Schlechtwettertisch, den kann ich dann da rumziehen. Und dann kann ich tatsächlich sogar wieder die ganze Rückbank hochklappen. Hab mir hier noch zwei Kissen hingelegt, dass wenn man dort sitzt, ein bisschen bequemer hockt. Und dann kann man sich hier einfach hinhocken und gemütlich frühstücken, wenn draußen mal richtig schlechtes Wetter ist. Ja, was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ich habe ja vorhin gesagt, dass das hier meine Tischplatte ist. Ja, und wo ist jetzt eigentlich der Tisch? Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, den Tisch nach draußen zu verlegen und ihn gar nicht groß drin zu haben. Ich habe ja hier meine Boxen und die kann man wunderbar als Module einfach stellen. Eine Box, dann ordentlich noch die zweite Box hin. Da tue ich dann alles noch das Brett drauf und dann habe ich meinen wunderbaren Tisch und kann mich zusammen mit meinem Stuhl in kürzester Zeit überall hinsetzen und gucken. Genau. Ja, ich denke, das war soweit von meinem Makro-Camper. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut und ciao. Servus, ich bin der Sascha und ich möchte euch heute meinen Microcamper-Ausbau zeigen. Nee, nochmal, gerne meinen Microcamper vorstellen. Was? Ja, jetzt kannst du eine Pause machen, jetzt dauert es. Also, what the fuck, am Ende tue ich noch so ein Outtakes ran. Feliz Navidad. Warte.